Wenn man über Geld redet, dann muss man auch sagen, Geld hat sich zu bewegen, zu fließen. Alles, was steht, fault. Intakte Straßen, intakte Schulen, gesunde Kinder und so weiter entsteht nicht dadurch, dass wir solche Papierschnitzel drucken, sondern das entsteht durch Blut, Schweiß und Tränen. Wir leben inzwischen in einem Feudalismus und der zeichnet sich eben dadurch aus, dass durch die Rechtsordnung natürlich abgesichert ist, ist alles völlig legal, was hier passiert. Viele Menschen arbeiten für das Wohl von wenigen, sehr, sehr wenigen. Alles soll privatisiert werden, wir müssen das Produktivitätsniveau noch weiter steigern. Es gibt für alles sozusagen ein Optimum und wenn man über das Optimum hinausgeht, dann ist man zu weit gegangen. Ein Kind, das heute am Hunger stirbt, wird ermordet. Es gibt keine Fatalität irgendwelcher Art. Es ist die Weltordnung, die tötet und nicht ein objektiver Mangel. Ich wäre ja so froh, wir hätten Zeit, denn vermutlich brauchen wir Deutschen für die Reform viel Zeit. Wir haben keine Zeit. Das Fenster schließt sich. Es kann keinen Christen und keinen überhaupt religiös empfindenden Menschen in Ruhe lassen, dass ein erheblicher Teil der Menschheit nicht einmal in den Grundbedürfnissen zufriedengestellt wird, obwohl die Wirtschaft so erfolgreich wie noch nie ist. Ich glaube, mit und ohne Klimawandel kann es zu einer globalen Rezession kommen. Es gibt genug Schwierigkeiten auf der Welt, die so ein Szenario möglich machen. Wir stehen an der Abbruchkante der Zeit. Die Zerstörung des feudalen Weltsystems, das Aufkommen der Republik, der Menschenfreiheit, der Aufklärung des Menschen als einziges Subjekt seiner eigenen Geschichte, das ist nicht einfach ein neues evolutives Kapitel in der Weltgeschichte, das ist ein Bruch. Das Los der Menschheit verbessern. Letztlich muss das unser Ansporn und unser Maßstab sein. An dieser Stelle schließt sich für mich der Kreis zwischen Ökonomie und demokratischer Politik. Beide sind dem gleichen Ziel verpflichtet und dieses Ziel ist, und ich sage es nochmal, bleibt der Mensch. Dem Menschen geht's gut. Wenn man Nobelpreisträger Robert Vogel glauben will, dann steuern wir einem Zeitalter der Langlebigkeit und des Wohlstandes entgegen. Die Weltwirtschaft ist so sicher wie nie zuvor, meint auch Nobelpreisträger Clive Granger. Umweltkatastrophen oder Schocks auf den Finanzmärkten können heute sehr viel besser aufgefangen werden. Auch Kriege sind heute deutlich günstiger und verursachen keine finanziellen Lecks mehr, sagt Granger. Bei einem Treffen der Nobelpreisträger in Lindau drangen jedoch auch kritische Stimmen an die Öffentlichkeit. Douglas North ist der Meinung,
dass meistens nur eine kleine Elite von der Wirtschaft profitiert. Eine freie Marktwirtschaft kann aber nur durch Demokratie entstehen. Auf mehr Demokratie hofft man auch in Genf. Denn im Hohen Kommissariat für Menschenrechte kennt man erschreckende Zahlen. 20% der reichsten Menschen erhalten 82,7% des Welteinkommens. Die Welt gehört wenigen und das schafft Probleme. Ein Bruchteil von dem Vermögen der 225 Reichsten könnte jedem auf der Welt eine gesunde Ernährung ermöglichen. Doch das Geld fließt nicht zurück. Stattdessen wächst die Kluft zwischen Arm und Reich, auch in Deutschland. Laut dem Statistischen Bundesamt besitzen heute 10% der Reichsten fast die Hälfte des gesamten Privatvermögens. Die Hälfte der Bürger teilt sich dagegen schmale 4%. Wer beherrscht die Welt? Das ist ganz sicher die Oligarchie des internationalen Finanzkapitals. Letztes Jahr Weltbankstatistik haben die 500 größten mächtigsten internationalen, das heißt transkontinentalen Konzerne, die 500 größten Konzerne, haben 52% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Weltbruttosozialprodukt, das sind alle in einem Jahr auf dem Planeten produzierten Reichtümer. Der Sozialstaat müht sich mit Steuern um eine gerechte Verteilung und geht dabei bis an die Schmerzgrenze der Vermögenden. Während die Nachbarländer zu Pauschalsteuern von 30% übergehen, müssen die wenigen Spitzenverdiener in Deutschland bis zu 70% abführen. Sie finanzieren einen Staat von Bedürftigen. 41% der Wahlberechtigten beziehen inzwischen Sozialleistungen. Dennoch bleiben die Verhältnisse absurd. Würden die 300 reichsten Deutschen ihr Vermögen zusammenlegen und einen gemeinsamen Staat gründen, so wäre ihr Haushalt größer als der Haushalt der gesamten Bundesrepublik. Das ist noch vorbildlich, wenn man Deutschland mit anderen Ländern vergleicht. Globale Ungleichheiten werden im sogenannten Gini-Index zwischen 0 und 100 gemessen. Je mehr er gegen 100 geht, desto ungleicher ist das Vermögen in dem jeweiligen Land verteilt. Hier glänzt Deutschland mit einem kleinen Index von 28 als positives Beispiel. Doch die Verhältnisse werden sich wohl künftig dem rasch wachsenden globalen Index angleichen. Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit waren die Lebensbedingungen so unterschiedlich. Eine Ursache dafür sehen Wissenschaftler im Geld. Wir glauben zu wissen, was Geld ist. Schließlich geben wir es aus und haben täglich damit zu tun. Die Wissenschaft ist sich da jedoch nicht so einig. Bislang galt die Auffassung, dass Geld ein Tauschmittel ist, was den Handel mit Muscheln, Salz oder Vieh ersetzt hat. Doch diese Definition ist falsch. Geld ist ein Schuldendeckungsmittel. Tauschmittel ist es nicht, ist auch nicht notwendig, ein solches Mittel zu haben, weil in keiner bekannten Gesellschaftsformation getauscht wurde und schon gar nicht in unserer, die ich als Eigentumsgesellschaft bezeichne. Die Eigentumsgesellschaft ermöglicht also Geld. Es steht für Privatbesitz. Der Schuldschein Geld wird dadurch geschaffen, indem man anderen ein Recht an seinem Vermögen einräumt. Dabei zerstört das Geld soziale Netze, meint Otto Steiger. Seine Definition gilt heute als die erste ernsthafte Geldtheorie in der Geschichte der Volkswirtschaft. Das bedeutet für die Ökonomie, noch einmal bei Null anzufangen. Schließlich zieht sich ein Fehler durch sämtliche Lehrbücher. Sie können sich jedes beliebige Lehrbuch anschauen. Es geht aus
von dem Besitz an Ressourcen und will zeigen, wie dieser Besitz von den einzelnen Individuen optimal neu gemischt wird, indem man ihn mit anderen tauscht. Und in diesem System kommt seltsamerweise das Geld nicht vor. Hat sich das Geld jahrhundertelang dem Blick der Ökonomen entzogen? Ein blinder Fleck in der Geschichte? Das Wesen des magischen Gebrauchsgegenstands wird erst heute erforscht. Wir suchen nach den Spuren seiner Geschichte im Geldmuseum der Bundesbank. Die ersten Formen finden wir bei den Naturvölkern. Geld war nicht immer praktisch und mancher Brauch erscheint heute absurd. In Europa beginnt die Geschichte des Geldes rund 700 Jahre vor Christus. In Lydien wurden die ersten Münzen gefunden. Es sind die Löwenmünzen des Königs Krösus. Die Erfindung seines Vaters verhilft Krösus zu einem sagenumwobenen Reichtum. Doch nach seinem Tod verfällt das Reich. Die Geldherstellung der Antike beginnt streng religiös. Münzen werden als Opferbewertung von den Priestern der Stadtstaaten ausgegeben. So opfern die Griechen statt des eigenen Lebens einen Stier zu Ehren des Dionysos. Die Stange, an der das Opfer dem Gott dargereicht wird, zersägen die Priester dann in kleine Scheiben, die sie mit Bildern der Gottheiten prägen. Das Gold war schon zu Zeiten der Pharaonen Opfergabe für die Götter im Jenseits. Das griechische Opferritual überträgt die Gottheit aus dem Jenseits in die Welt der Menschen und macht sie greifbar. Dionysos hat das menschliche Blutopfer akzeptiert und ihm einen irdischen Körper gegeben. Die Münze spiegelt die Verbindung zu den Göttern wider, verspricht Fruchtbarkeit und gewährt dem Besitzer im Tod Eintritt in die Welt des Hades. Die Gaben an die Götter werden in Geld bewertet. Die Priester verwandeln das menschliche Opfer in eine Ware. Die griechischen Götter sind so die ersten Kapitalisten, ihre Tempel die ältesten Banken. Während des Peloponnesischen Krieges nennen sich die Tempelbanken selbst Schatzverwalter der Götter. Ihre Macht wächst mit der Einführung von Abgaben. Zwar werden nur die Fremden besteuert, doch auch die Bürger leihen sich Geld bei den Banken. Kann ein Bürger es nicht rechtzeitig zurückgeben, so verliert er seinen Besitz und wird für 3 Jahre zum Sklaven. Geld bedeutet Leben für uns elende, sterbliche Menschen. So schildert der Dichter Hesiod seine Zeit. Da das Gold von den Münzen abgefeilt wird, ist bei den Römern das Zahlungsmittel noch sehr umstritten. Zudem teilt die größte Bank Roms den Platz mit einer Herde heiliger Gänse. Durch eine Serie von Heiligsprechungen der Münzen schafft der Tempel Juno Moneta neues Vertrauen in den Sesterzen. Das Geld ist ein Geschenk der Weiblichkeit. Doch die männliche Kriegsmacht sorgt schließlich für den Erfolg der Währung. Sie zwingt die eroberten Völker zum Wechsel und macht die Erfindung Geld mit roher Gewalt der Welt bekannt. Über den ansteigenden Geldhandel ist Jesus von Nazareth nicht sehr erfreut. Die Tempelbanken und die materialistisch geprägte Weltanschauung seiner Zeitgenossen sind ihm zuwider. Zornig treibt der Erlöser die Händler und Wechsler aus einem Tempel und schüttet ihr Geld aus. Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Jesus kämpft erstmals für eine Trennung zwischen Geld und Glaube. Ein revolutionärer Gedanke, der die Priesterschaft einer Macht beraubt. Der Glaube an das Geld ist für ihn ein Angriff auf den Thron Gottes.
Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Wobei Mammon die Bedeutung eines zu Unrecht erworbenen Gewinns hat, ein babylonischer Dämon, der die Menschen zu Geiz verführt. Auch für die Zinswirtschaft der Banken hat Jesus kein Verständnis. Wenn du jemandem etwas gibst, dann am ehesten dem, der es dir ganz bestimmt nicht wieder zurückgeben kann, schreibt Lukas. Noch bis ins 18. Jahrhundert werden Zinsen mit Strafen belegt und man verweigert den Zinsnehmern sogar das christliche Begräbnis. Dennoch setzt sich das Geld bei den Christen durch. Die Könige und Kaiser des Mittelalters erkennen das Monopol der Geldherstellung als Schlüssel zur weltlichen Macht. Karl der Große saniert bereits seinen Staat mit einer Währungsreform. Geld hat zwar einen anrüchigen Charakter durch die Magie, die von ihm ausgeht, man schreibt ihm diabolische Kräfte zu, doch die soziale und politische Gültigkeit wird mit harter Hand durchgesetzt. Zweifel an den Münzen werden als Ungehorsam und Majestätsbeleidigung angesehen und nicht selten mit dem Tod bestraft. Doch die Feudalherren missbrauchen ihre Macht und prägen gierig große Mengen. Das Geld verfällt, mit grausamen Folgen für die, die damit bezahlt wurden. Die Städte retten sich schließlich, indem sie das Geld von vornherein zeitlich beschränken. Die Münzen werden verrufen. Man sammelt sie ein, um sie für eine nächste Auflage einzuschmelzen. Wer die Verrufung verpasste, vielleicht weil er auf Reisen war, hatte nur noch minderwertiges Metall im Geldbeutel mit einem geringen Silberanteil. Zwar lockt das Geld mit weltlichen Freuden, doch die systematische Anhäufung von Geld aus Selbstzweck ist der Gesellschaft noch fremd. Ihm zu verfallen gilt als unehrenhaft und gottlos. In dieser Zeit entsteht auch die Legende von Robin Hood, der sein geraubtes Geld an die Armen verteilt. Doch Robins Beute dürfte wohl eher so ausgesehen haben. Aus Mangel an Gold sind die Kerbhölzer Englands Zahlungsmittel Nummer 1. Sie bestehen aus zwei Teilen, die ineinander passen, einem Guthaben und einem Schuldenstock. Mit einem solchen Stock als Einlage gründet Englands König auch die Nationalbank. Als man später die Währung abschafft und verbrennt, ist das Feuer so groß, dass der Westminster-Palast Feuer fängt und völlig ausbrennt. Doch auf den Trümmern bauen die Engländer ihren schönen Big Ben. Die Stunde des Papiergeldes schlägt in Europa 1483, knapp 200 Jahre, nachdem Marco Polo von dieser chinesischen Erfindung berichtet hat. Die Annahme des Papiergeldes wird von Ferdinand II. Vorgeschrieben, der damit Kolumbus Reisen finanziert. Der Aufstieg der Handelshäuser beginnt. Aus ihnen gründen sich später die großen Banken. Sie sollen das Papier wieder in Gold verwandeln, denn es locken sagenhafte Reichtümer und Schätze. Der aufblühende Geldhandel erhitzt die Gemüter, selbst auf der anderen Seite der Weltkugel. Als Müßiggänger bezeichnet Miura Bayen die Menschen, die Geld aus Geld erzielen. Bayen gilt noch heute als einer der großen Philosophen Japans. Wenn viel Geld im Gebrauch ist, wird auch viel geborgt. Wenn wenig geborgt wird, nimmt die Macht des Geldes ab und kann nicht mehr davonfliegen. Wenn sich die Macht des Geldes verringert, müssen die lebenswichtigen Dinge bewahrt werden. Aber wenn das Geld knapp wird, wird durch Verleihen Geld aus Geld geboren. Und der Geist des Geldes beginnt wieder zu fliegen. Ähnlich wie Bayen glaubt auch der französische Ökonom Bois Guilbert, dass die Anhäufung von Geld den Kreislauf stört und Krisen verursacht. Um Reichtum zu bilden, sollte das Geld ursprünglich nur die Aufgabe als Tauschmittel erfüllen. Jetzt erscheint es als Perpetuum mobile, das innerhalb des gesellschaftlichen Organismus zirkuliert und auf diese Weise den wahren Reichtum schafft.
Gleichzeitig wird das Geld im Hinblick auf seine Aufbewahrungsmöglichkeiten zum Gegenstand der Sehnsucht, was ihm etwas Heiliges zu verleihen scheint. Da es im Vergleich zu anderen Gütern ein Privileg besitzt, verwandelt sich der Geist des Menschen in den Geist des Geldes. Die Regierung in Versailles verbietet den liberalen Ökonom. Bois Guilbert wird verbannt. Doch die Krise spitzt sich zu. Die Franzosen wehren sich gegen die ungerechte Verteilung des Reichtums. Das Volk druckt eigenes Geld und stürzt die Herrscher. Während die Revolutionäre mit der Staatsgründung beschäftigt sind, nützen die Großbürger den Machtwechsel für ein lange ersehntes Ziel. Sie fordern das Recht auf Privatbesitz und die Abschaffung des Zinsverbotes. Die Republik gibt schließlich klein bei. Kritiker werden hingerichtet. Die Demokratie verblasst. Die Handelshäuser und Banken werden schnell zur neuen Macht im Staat. Allen voran die Rothschilds mit ihren Staatsanleihen. Die Anleihen haben jedoch die Nebenwirkung, dass der Staat den Zins über Steuern von der Bevölkerung wieder eintreiben muss und so eine schleichende Verteilung von Arm zu Reich unterstützt. Auch das Rechenmodell des Zinses scheint reichlich absurd. Hätte Josef, wie heute üblich, zu Jesu Geburt ein Sparbuch mit einem Cent zu 5% Zins angelegt, so hätten seine Nachfahren bei stabiler Wirtschaftslage und dem heutigen Goldpreis im Jahr 1604 ein Guthaben im Wert einer Goldkugel von der Größe der gesamten Erde besessen. Für einen flüchtigen Augenblick in der Geschichte hatte sich die Wunderwaffe Geld in die Hände des Volkes verirrt. Doch ab dem 18. Jahrhundert beginnt die weltweite Herrschaft der Privateigentümer. Napoleon empört sich über die Gewinnsucht der Banken, denn seine Geldgeber finanzieren auch die Gegenseite. Die Hand, die gibt, ist die Hand, die nimmt. Geld hat kein Vaterland. Finanziers sind ohne Patriotismus und ohne Zurückhaltung. Ihr einziges Ziel ist Gewinn. Der amerikanische Präsident Andrew Jackson zieht sogar mit dem Motto "I kill the bank" gegen die Nationalbank an. Doch die Monopolisten drehen den Geldhahn zu, denn der mächtige europäische Finanzadel hat bereits einen blutigen Bürgerkrieg beschlossen. Die Unterteilung der USA in zwei Divisionen war von der hohen Finanzmacht Europas längst vor dem Bürgerkrieg entschieden, da Amerika in einem Block eine zu große Finanzmacht darstelle. Dafür finanziert der legendäre amerikanische Banker J.P. Morgan, der bei den Rockefellers eingeheiratet hat, die Alliierten im Ersten Weltkrieg mit zeitweise 10 Millionen Dollar am Tag. Ein gewinnbringendes Geschäft. Amerika hat von den Europäern gelernt. In diesen Zeiten feiern die neoklassischen Wissenschaftler die freie Marktwirtschaft als vernünftigen Weg zum allgemeinen Wohlstand. Angesichts der Allmacht des Tauschmittels stellt sich der Ökonom Silvio Gesell die Frage, wie lässt sich Geld als wucherndes Machtmittel überwinden, ohne es dabei als neutrales Tauschmittel zu beseitigen? Oberstes Ziel von Gesell ist eine Wirtschaft ohne störende Konjunkturschwankungen und eine gerechte soziale Ordnung. Die Lösung sieht er in ständig fließendem Geld, dem Freigeld. Geld würde sich der Vergänglichkeit alles Irdischen entziehen und weder rosten noch verderben. Von daher müsse es der Arbeitskraft und allen anderen natürlichen Produkten angeglichen werden. So wirke Geld als Diener des Menschen und nicht als dessen Herrscher. Da hatte Gesell die Vorstellung,
dass die einzelnen Länder ihre jeweiligen Landeswährungen behalten, dass sie sich aber zu einer internationalen Valuta-Assoziation zusammenschließen, die ein gemeinsames, neutrales Weltgeld herausgibt, auch nach den Grundregeln dieser rostenden Banknoten. Und über dieses neutrale Weltgeld sollten globale Ungleichgewichte in den Handelsbeziehungen ausgeglichen werden. Er hatte ja die Vorstellung, dass ein stetig zirkulierendes Geld nicht mehr die strukturelle Macht hat, sich in der bisherigen Weise durch Zins und Zinseszins grenzenlos zu vermehren und das Vermögen zu konzentrieren. Im Jahr 1932, kurz nach der Weltwirtschaftskrise und 2 Jahre nach dem Todgesetz, wagt sich die österreichische Gemeinde Wörgl an ein Experiment. Angesichts der großen Armut und der langen Liste an Bauprojekten probiert der Bürgermeister von Wörgl Gesells Freigeld aus. Das Wörgler Freigeld ist durch einen gleichen Betrag in österreichischer Währung abgedeckt. Zum Monatsende verloren die Scheine an Wert. Dadurch war jeder Bürger bestrebt, die Scheine vor Monatsende auszugeben und verschaffte anderen Arbeit. Der Effekt war erstaunlich. Nicht nur die Steuern wurden im Voraus gezahlt, auch die Arbeitslosigkeit sank innerhalb eines Jahres um 25%, während sie im übrigen Österreich weiter zugenommen hatte. Und alle Bauprojekte auf der langen Liste des Bürgermeisters wurden verwirklicht. Schwimmbäder, Brücken und Straßen entstanden mit dem Wörgeler Freigeld. Als andere Dörfer das Experiment nachahmen, sieht die Zentralbank ihr Monopol gefährdet. Das war, wenn man sich das so in der historischen Rückschau anguckt, wirklich eine tragische Entscheidung. Es waren 170 Gemeinden und Städte in Österreich drauf und dran, dem Beispiel von Wörgl zu folgen. Und dann ist das aber eben auf behördliche Anweisung eingestellt worden. Und es hat dann nur noch wenige Jahre gedauert, bis die Nazis nach Österreich einmarschiert sind. Ebenso tragisch in Deutschland auch, dass das Experiment mit der Vera 1931 im Herbst verboten wurde, dann in Österreich 1933 im Herbst und beide Male in beiden Ländern kam totalitäre Politik an die Macht. Und man fragt sich heute in der Rückschau, wenn diese Experimente die Möglichkeit gehabt hätten, sich unbehindert weiter auszubreiten, ob das nicht doch dazu hätte beitragen können, dieses große Leid der NS-Diktatur und des Krieges zu verhüten. Als der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Irving Fisher von dem Wörgl-Experiment erfährt, rät er Roosevelt, so die Depression zu bekämpfen. Zwar löst Fisher eine lebhafte Debatte im Parlament aus, doch Roosevelt entscheidet sich überraschend gegen ein nationales Freigeld. Der Präsident hofft, mit Finanzspritzen und einem staatlichen Monopol auf Goldbesitz den Dollar zu sichern. Ähnlich wie in Deutschland kommt die Krise den Industriellen sehr gelegen. Auch Stahlriese Thyssen nutzt sie, um seine Arbeiter besser zu kontrollieren. Mit der Umstellung auf die Kriegswirtschaft fließt das Geld plötzlich wieder. Ganz im Sinne internationaler Finanziers, die wieder beide Kriegsparteien unterstützen und bei denen sich die Staaten schließlich um das Fünffache verschulden. Gesells Freigeld blieb ein Traum. Ein mutiger Versuch, am allmächtigen Thron des Geldes zu rütteln. Doch die Gründung eines internationalen Währungszusammenschlusses wird 1944 in der Bretton Woods-Konferenz Realität. John Maynard Keynes, der Gesells Ideen sehr schätzte, war damals mit dem Ergebnis der Konferenz nicht zufrieden. Keynes wollte also sowohl Gläubiger als auch Schuldner gleichermaßen unter einen Anpassungsdruck setzen, der sie beide veranlasst, ihre Außenbeziehungen ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist was völlig anderes als das, was 1944 auf der Konferenz von Bretton Woods dann beschlossen und nach 1945 umgesetzt wurde, wo nämlich der Dollar internationale Leitwährung wurde. Und wir haben das gesehen in den letzten 20, 30 Jahren, wie viele verschuldete Länder des Südens einseitig Strukturanpassungsprogramme auferlegt bekommen haben.
Amerikas politische Haltung zeigt sich im Dokument PPS 23. Das interne Papier wurde vom amerikanischen Staatsminister George Kennan verfasst. Wir haben etwa 50% des Weltvermögens, jedoch nur 6,3% der Bevölkerung. In dieser Situation werden wir unweigerlich die Zielscheibe von Neid und Ressentiment sein. Unsere wirkliche Aufgabe für die nächste Zeit wird sein, Beziehungen zu schaffen, die uns erlauben, dieses Verhältnis der Ungleichheit aufrechtzuerhalten. Wir sollten aufhören, über vage und unrealistische Vorstellungen wie Menschenrechte, Erhöhung des Lebensstandards und Demokratisierung zu reden. Der Tag ist nicht fern, da werden wir im Umgang mit anderen unsere Macht stets werden hervorheben müssen. Je weniger wir dann von derartigen idealistischen Slogans behindert sind, desto besser. Dieser Tag sollte kommen. Nachdem Roosevelts Goldreserven in Fort Knox heimlich zu Spottpreisen nach Europa verkauft sind, kündigt Nixon Amerikas Goldeinlösepflicht. Trotz amerikanischer Insolvenz hat sich der Dollar unter dem Schutz von Weltbank und Internationalem Währungsfonds als Leitwährung etabliert. Die ungedeckte Dollarflut bringt die Industrienationen zum Blühen. Ein bodenloses Wunder. Milton Friedman widerlegt Keynes und schafft die heutige Auffassung von den wundersamen Selbstheilungskräften des Marktes ohne staatliche Kontrolle. Mit der Aufhebung der Golddeckung löst sich auch der Geist des Geldes endgültig von seinem materiellen Körper und offenbart seine abstrakte Größe. Anfangs versuchen Ökonomen noch, den Wert des Geldes am Bruttosozialprodukt eines Landes zu messen. Doch bald wird auch diese Sichtweise zu eng. Geld ist heute nur noch durch Geld gedeckt. Auch das Papiergeld ist eher ein Relikt der Vergangenheit. Inzwischen sind nur noch 5% des gesamten Geldes Scheine und Münzen. Das eigentliche Geld ist zu einer digitalen Zahl geworden, die in den Rechnern der Banken wohnt. Und wenn hier über diese Zahlen leise gesprochen wird, so hat es die Anmut einer christlichen Beichte. Der erhoffte Anstieg des Kontostandes gleicht einem Glaubensbekenntnis. Das entspricht der Natur des Geldes. So leitet sich das Wort Kredit von dem lateinischen Credo ab. Ich glaube. Für Jochen Weiß funktioniert Geld wie eine Religion. Das hat der Philosoph bewiesen. Wir denken heute, dass Geld neutral ist, weil es den Verstand anspricht und logisch erscheint. Doch unser Geld hat moralische Gesetze und Mythen. Geld kann alles sein. Es kann sich in jede Leistung, jede menschliche Erfindung verwandeln. Und jeder Baum, jeder Stein kann auch plötzlich wieder zu Geld werden. Eine göttliche Potenz. Geld verkündet nur eine Wahrheit, nämlich die des Besitzers. In seinen Augen sind 10 Euro nicht nur 10 Euro, sondern die Erfüllung seiner persönlichen Werte. Mit dem Geld kann der Mensch seinen Willen durchsetzen. Es verleiht ihm übermenschliche Kräfte. Doch mit dem Besitzer wechselt auch die Bedeutung der Scheine, werden die Zahlen plötzlich unberechenbar und launisch. Mit seinem Geld alles machen und besitzen zu können, ist der paradiesische Zustand, in dem die Welt zu Füßen liegt und sich jeder geborgen fühlt. Jede Ausgabe zerstört das schöne Gefühl. Da Geld die Hoffnung und Träume jedes einzelnen Menschen verkörpert, steht das Geld in seiner ganzen Summe für die Überzeugung der gesamten Menschheit. Eine Allmacht, die am Thron Gottes rüttelt. Geld und Gott fordern beide einen bedingungslosen Glauben.
Ohne den Glauben wäre der Schein nur noch ein Stück Papier. Der Geist des Geldes hat sich über die Jahrhunderte mit dem Christentum vermischt. Schuldig sind wir alle, doch Schulden erlassen darf der Mensch nicht selbst. Jesus hat die Erlösung im Diesseits versprochen. Das Geld löst sein Versprechen ein. Die religiösen Werte und Moralvorstellungen erscheinen dabei nach und nach überflüssig. Ein Virus, das die Religionen nachahmt und schließlich ersetzt. Religion nährt sich vom Überschüssigen. Was auf den antiken Altären geopfert wurde, war das, was man für die Existenz nicht gebraucht hat. Meistens nur Fett und Knochen. Das setzt sich nahtlos in der Tempelsteuer fort, die die Priester finanzierte. Und das wiederum wird im Ablasshandel fortgesetzt. Der Unternehmer streicht gleichfalls das Überschüssige ein, indem er auf die Materialkosten und den Lohn bei einer Produktion den Mehrwert draufsetzt, wie Marx das nennt. Und den Marx ganz richtig in der christlichen Wochenfolge als das Sonntägliche verordnet. Das ist der Überschuss. Damit wird der Unternehmer zum modernen Priester. Er wird gleichfalls zum Priester, weil er den Arbeitern die Teilnahme an der Glaubensgemeinde ermöglicht. Die Unterzeichnung des Arbeitsvertrages wird zur modernen Taufe. Und Jean-Paul Triat setzt fort, der Lohn wird zum monatlichen Sakrament, das ausgeteilt wird, bis hin zur Rente, in der nach und nach die letzte Ölung dargebracht wird. Der Geist des Geldes spiegelt unseren Glauben. Jeder muss seinen Kredit allein abtragen. Höchstes Lebensziel ist ein hingebungsvolles Aufgehen im Beruf. Wie im Christentum fordert Geld ein freiwilliges Opfer. So wie sich Christus für die Gemeinschaft geopfert hat, kann man es heute von dem Gehaltsempfänger erwarten. Das Konto notiert jede Bewegung und bestimmt, was wir dürfen und was nicht. Oberste Sünde ist der Genuss. Unnötige Ausgaben sind schlecht. Das Geld fordert asketische Sparsamkeit und Eindämmung der Lust. So, guten Tag, Herr Tag. Wie geht es Ihnen heute? Wie die Totemtiere im Alltag geehrt, aber an den Feiertagen gegessen werden, so wird in unserer Gesellschaft das Geld verehrt, gesammelt und geschont, bis es an den Festtagen geopfert wird. Geld erwartet ein Opfer. Es ist der germanische Name für Opfern. Verkaufen kommt vom gotischen Salia. Ein blutiges Menschenopfer auf dem Altar der Götter darbringen. Der Mensch steht zum Verkauf. Aber das ist nicht sein Albtraum, sondern gerade sein Glück. Reichtum ist keine Schande. Vielmehr sind die Reichen Zierde und Vorbild für unsere Gesellschaft. Viele haben ihr Vermögen über Jahre hart erkämpft und stammen aus armen Verhältnissen. Die Stars zeigen uns, dass es jeder in der Gesellschaft zu einem überirdischen und sorgenfreien Leben schaffen kann, wenn er nur fest daran glaubt. Während in den letzten 10 Jahren von einer globalen Wirtschaftskrise die Rede war, stieg die Zahl der Milliardäre weltweit von 423 auf 793. Raketenstart zu Platz 6, Charlton Adelson, Mr. Las Vegas, der Casino-König aus den USA mit 26,5 Milliarden. Auf Platz 5 geblieben, Lakshmi Mittal, der indische Stahlkönig mit 32 Milliarden. Auf Platz 4, der IKEA-Schwede Ingvar Kamprad, wohnst du noch oder lebst du schon? Platz 3, Amerikaner Warren Buffett, 52 Milliarden häufte er mit Investments an. Endlich geschlagen, Bill Gates. Der Microsoft-Entwickler ist mit 56 Milliarden auf Platz 2 gerutscht. Neue Nummer 1. Der Mexikaner Carlos Slim Helú. Der reichste Südamerikaner konnte dieses Jahr mal 19 Milliarden durch Telefonieren zulegen. Und nun zu den Lottozahlen. Wer keinen unternehmerischen Erfolg hat, kann dennoch an sein Glück glauben. Das Los wahrt den gerechten Schein des Geldes. Die Erlösung findet täglich statt.
100.000 Euro sind noch im Spiel. Und es geht nur um einen Koffer. Ich nehme die 20. Und das ist Brigitte zu Hohenlohe aus Rattenkirchen. Die Tatsache, dass sie es auf den Stuhl geschafft haben, bringt schon mal 5.000 Euro. Nennen wir es Begrüßungsgeld. Gewinnen darf nicht jeder. Aber mit redlicher Arbeit kommt man heute auch nicht ans Ziel. Rechtsanwalt Harald Wozniewski hat ausgerechnet, dass wir 40 Jahre lang einen Stundenlohn von 451.000 Euro verdienen müssten, wenn wir Aldi-Chef Karl Albrecht einholen wollten. Wir leben in einem großen Monopoly-Spiel. Und das Ende von Monopoly kennen wir alle. Einer hat alles und die anderen sind alle pleite. Und genau das passiert in einer stinknormalen Geldwirtschaft, wie wir sie haben. Wenn Sie sich mal überlegen, was müsste ich für eine Spielregel bei Monopoly einführen, um dieses Desaster, um diese Katastrophe zu verhindern, was für eine Idee hätten Sie? Ich habe nur eine Idee bislang, die wirklich dauerhaft funktionieren würde. Man würde sagen, jeder darf nur ein Vermögen in Straßen und Häusern bis zu dem und dem Wert haben. Er darf nicht mehr erwerben. Hat er mehr irgendwie bekommen? Also gewinnbringendes Vermögen. Geld darf er meinetwegen so viel haben, wie er will. Dann würden sie ein dauerhaftes Spiel, das Spiel würde nie enden, erwirtschaften. Das Spiel wäre todlangweilig. Ja? Aber für unsere Realität wäre es eine prima Lösung. Bei 6.438. Die Stimmung bleibt nach wie vor gut, aber es langsam. This time, again, the DAX ended the day up on the Herr Preis level. Doch das Spiel wird härter. Dabei legen sich die Global Player nicht auf die faule Haut und warten geduldig auf Anlagengewinne, wie man in der Frankfurter Börse vermuten könnte. Die Beteiligungsgesellschaften machen den Unternehmern Beine und sorgen damit für eine steigende Effizienz. Bei den besten Fondsmanagern stehen die Reichen der Welt Schlange. Die amerikanische Urheuschrecke Henry Kravis macht Renditen von 50% und verdoppelt Milliarden innerhalb von einem Jahr. Steven Schwarzman fuhr Anfang des Jahrtausends Renditen von 70% mit freundlichen Übernahmen ein. David Rubenstein sorgte sogar für das Gerücht einer heimlichen Weltherrschaft. Denn auf seiner Gehaltsliste standen auch die Bush-Präsidenten, während sein Fonds beim Antiterrorkrieg profitierte. Die Finanzinvestoren sind derzeit die Könige des Kapitals. Eine Millionärsfabrik als Herz unserer Gesellschaft. Das Geld, mit dem sie auf Firmenjagd gehen, ist oft schon mit Schulden belastet, deren Verpflichtungen sie den Unternehmen mit aufbürden. Ihr eigenes Risiko ziehen sie nach der Übernahme wieder heraus. Ebenso werden millionenschwere Managementgebühren bei Auflösung der Fonds auf die Unternehmen abgewälzt. Die Unternehmen werden immer schneller im Markt herumgereicht und die Zahl der Schuldenpapiere mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit nähert sich einem Rekordniveau. Doch den klassischen Fonds gehen langsam die guten Geschäfte aus. Die alten, uneffektiven Konzerngiganten sind fast alle zerschlagen. Flankenfeuer liefern jetzt die Hedgefonds, die in alles investieren, was sie für unterbewertet halten und es zum Verkauf an die Börse schleppen. Sie kaufen auch Schulden, um damit die Unternehmen unter Druck zu setzen. Deswegen türmen sich jetzt Geldberge, um Schulden vor einer Übernahme zu verteidigen. Eine absurde Geldmaschine, die immer aggressiver wird. Der Weltmarkt passt sich dem Geld an. Ein aussichtsloser Versuch mit dem Ergebnis, dass die Unternehmen nur noch ein Produkt herstellen. Mehr Geld.
Elmar Altvater warnt schon seit Jahren vor einem blinden Wachstumsglauben. Man muss sich ja mal vor Augen führen, dass diese hohen Wachstumsraten, die wir heute für normal halten, 3, 4, 5% oder wie in China an die 10%, dass dies eine absolute Ausnahme in der Menschheitsgeschichte ist. Die Wachstumsraten waren immer in der ganzen Menschheitsgeschichte bei 0 oder wenig darüber. Manchmal hat es auch richtige Schrumpfungsprozesse, auch Abnahmen der Bevölkerung gegeben. Das waren manchmal auch Katastrophen. Aber heute halten wir das für normal. Und diese Normalität, dieser Kapitalismus, das wird so nicht weitergehen. Der Wachstumsmotor pumpt das Geld aus den Regionen. Es werden nur Technologien für eine Massenproduktion gefördert. Eine gigantische Monokultur, die nur wenigen zugutekommt. Die Produktionsmittel sind der Schlüssel zum Wohlstand. Immer mehr Wissenschaftler hoffen daher, auch Hightech für den kleinen Mann bezahlbar zu machen. Wir sind dabei, unsere Identität zu verlieren. Von der Arbeit und den Arbeitsplätzen wollen wir gar nicht reden. Auf allen Weltmärkten gibt es mittlerweile nur noch 3 bis 6 Anbieter für die großen Stoffströme und die großen Warenströme. Wir haben einen Grad der Monopolisierung und der Monotonisierung auch der Produkte erreicht, der, man kann sagen, völlig im Gegensatz zu den Erfolgsrezepten evolutionärer Diversität steht. Und an der Stelle, denke ich, müssen wir gleichfalls ansetzen, um ein anderes Verständnis von Vielfalt in die Ökonomie gegenüber ihrer Monotonie, die heute vorherrschenden Charakter hat, hineinzubringen. Weil der Mensch als Arbeitskraft immer weniger wert ist, sucht auch der Karlsruher Professor Götz Werner nach neuen Lösungen. Er hat die Diskussion über das Grundeinkommen entfacht. Was wäre, wenn jeder genügend Geld zur Verfügung hat und nicht mehr um seine Existenz fürchten muss? Das ist eine normative Frage, eine Frage unserer Kultur, eine Frage unserer Mitmenschlichkeit, ob wir das eben unseren Mitmenschen auch zubilligen wollen. Das ist keine wirtschaftswissenschaftliche Frage. Ob wir jedem von unseren Mitmenschen zubilligen wollen, dass er teilhaben kann an dem, was die Gesellschaft über Generationen hinweg gemeinschaftlich ermöglicht hat. Götz Werner möchte die Bevölkerung aus wirtschaftlichen Abhängigkeiten befreien. Bis zu 1.500 Euro soll jeder Staatsbürger bedingungslos erhalten. Ein Gedanke, der realistisch scheint, wenn man bedenkt, dass in Deutschland derzeit rund 685 Milliarden für Sozialleistungen ausgegeben werden. Politiker machen sich keine Sorgen, die Politiker. Wenn die Politiker merken, dass aus den Köpfen der Souveräne, der Bürger, also von jedem Einzelnen von Ihnen, dass der Wind sich dreht, dann werden Sie mal sehen, wie schnell Sie rechts und links überholt werden von den Politikern. Wie sieht Götz Werner Deutschland, wenn wir uns nicht für ein Grundeinkommen entscheiden? Dass immer mehr Menschen in Abhängigkeit kommen, dass sagen wir, unsere Anliegen, die wir im Grundgesetz verankert haben, freie Bewegungsfähigkeit, freie Berufswahl, Menschenwürde, dass die nur noch unzulänglich erfüllt werden können. Freiheit und Menschenwürde sind leider noch Fremdwörter für die jungen Topmanager in den Eliteschulen. Die jungen Alchemisten stehen unter Erfolgsdruck. Doch statt Gold wird das Wunder von Windows oder Google von ihnen erwartet. Ungleiche Lebenschancen werden dabei als notwendiges Übel betrachtet. Kumulieren können, sind sie wieder im Wachstum
investieren. Wir müssen uns von der Fiktion, wir haben überall in Deutschland und in Europa gleiche Lebensverhältnisse, von dieser Fiktion, die auch nie Realität geworden ist, müssen wir uns verabschieden. Während die Industrienationen sich von gleichen Lebenschancen verabschieden, hat man woanders längst die Hoffnung begraben. Trotz Rekordgewinnen steigt die Armut. Zwar hat Ostasien jetzt 140 Millionen weniger Arme, aber in Afrika, Südasien, Lateinamerika und den ehemaligen sozialistischen Ländern kamen 159 Millionen neue dazu. Die Hälfte der Menschheit lebt heute in Armut. Ein Fünftel der Weltbevölkerung in absoluter. Jean Ziegler, Sonderberichterstatter der UNO, empfindet Geld als politische Waffe. Zitat: Korruption, Ausbeutung und Verelendung sind bittere Realität für die Menschen der Dritten Welt. Ihre Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Sie werden gezwungen, ihre gewinnbringenden Betriebe zu privatisieren und ihre Märkte für die Global Player zu öffnen, die nur noch ihren eigenen Gewinninteressen verpflichtet sind. Ein grausamer Teufelskreis aus Verarmung und Verschuldung. In dem neoliberalen Dschungel, der Raubtierkapitalismus, der bis jetzt, bis anhin, vor allem Teile der Dritten Welt verwüstet. Die rohstoffreichen Teile der Dritten Welt total verwüstet, mit diktatorischen Satellitenregimen eindeckt. Der Golf sind vor Saudi-Arabien, ist eine reine Söldnermonarchie des amerikanischen Finanzkapitals. Also diese Negierung der Menschenrechte für die Menschen der Dritten Welt. Dieses Lostreten von Proxykriegen, überall, wo es Diamanten, Petrol, Gold zu schürfen, zu ergattern gilt. Die dritte Welt leidet heute primär unter diesem Raubtierkapitalismus und den politischen, ökonomischen, sozialen Konsequenzen, die damit einhergehen. Aber auch wir in Europa, langsam kommt der Dschungel über die Meere, Nicht nur, weil Tausende von Menschen jeden Tag fliehen und häufig auch ertrinken im Atlantik vor der mauretanischen Küste, vor den Kanarischen Inseln oder in der Straße von Gibraltar oder zurückgewiesen werden an den östlichen Grenzen von Europa und dann elendlich jahrelang in Lagern dahin vegetieren müssen oder als Sklavenarbeiter im Untergrund, Frauen, Zwangsprostitution, über 550.000 Frauen nach EU-Statistik leben in Zwangsprostitution in Westeuropa. Dieser Dschungel des Raubtierkapitalismus, der schreitet vor, auch auf die sogenannten, sind es tatsächlich noch, demokratischen, zivilisierten, uralten Gesellschaften Westeuropas. Ein wenig mehr, haben wir in Europa und viele Menschen auf der Welt unter republikanischen Verfassungen gelebt, mit den Werten der Solidarität,
der sozialen Gerechtigkeit, den Werten der Aufklärung, den Institutionen der Menschenrechte und so weiter. Diese Gesellschaftsform, die ist heute radikal, tödlich bedroht. Bernard Litter war in der belgischen Zentralbank einer der Gründerväter des Euros. Auch er glaubt, dass Geld zur Armut beiträgt. I believe that the kind of monetary system that we have actually creates poverty. There are defects and possibilities in any currency, including our national money. For example, today it is unstable. It is socially regressive. It has created many of the messes that we're in, including the short-term thinking that motivates corporations to think short-term and therefore make decisions that are not sustainable in the long run. Kurzfristiges Denken verspricht nach wie vor die höchsten Renditen. Ein Nachteil für den Aufbau regenerativer Energien und den Umweltschutz, die Weitsicht erfordern. Mit diesen Problemen beschäftigt sich das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Der Finanzmarkt versucht zwar jetzt Anreize zu schaffen, aber die Diskontraten, mit denen künftige Erträge und Kosten gemessen werden, führen die Hoffnung ins Absurde. Der Umweltschutz scheitert an einem finanztechnischen Problem. Wie wichtig diese Emissionen sind, hängen zum Teil von unserer Diskontrate ab und zum Teil von was man Equity Weighting nennt. Das heißt, wie wertvoll ist ein Leben in einem Entwicklungsland relativ zu einem Leben in einem entwickelten Land? Das ist richtiger Sprengstoff. Aber wie diese zwei Sachen, die Diskontrate, wenn die Diskontrate, weiß ich, 3-4% pro Jahr betragt, dann ist nur unsere Generation wichtig und die zukünftigen Generationen zählen kaum. Und dann ist die ganze Umweltproblematik nicht so ernst zu nehmen. Und in der Wirtschaft verwenden wir solche Diskontraten, aber wir berücksichtigen dann nicht zukünftige Generationen. Und das ist moralisch verfehlt. Wie wertvoll ist ein Menschenleben? Das Wertesystem Geld wird zum Maßstab über Leben und Tod. Seit Ende des Kalten Krieges, glaube ich, gibt es mehr soziale Ungleichheiten, Uneinigkeiten, mehr Kriege, mehr ethnische Konflikte als zuvor. Eine größere Tendenz einfach auf die eigene Familie, das eigene Land zu gucken und sich nicht über die weitere Menschheit zu kümmern. Und das kann ganz tragische Folgen haben heutzutage. Die Erwärmung der Erde nimmt an Tempo zu. Und wenn wir jetzt nicht umkehren, weg vom Verbrennen von Öl, Kohle und Gas hin zu erneuerbaren Energien, dann setzen wir unsere Erde aufs Spiel.
dann haben wir ein Umkippen ganzer Ökosysteme, dann produzieren wir 100 bis 200 Millionen Klimaflüchtlinge, Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil sie aufgrund von zunehmender Dürre, von sintflutartigen Regenfällen oder vom Anstieg des Meeresspiegels in ihrer Heimat nicht mehr leben können. Welchen Wert hat unsere Umwelt? Natur, die wir vielleicht selbst nie sehen werden. Wir müssen umdenken, fordern daher Wissenschaftler aus aller Welt. Auf dem Potsdamer Symposium verfassen sie eine gemeinsame Denkschrift an die Öffentlichkeit. Die Wissenschaftler wollen, dass sich die Ökonomie von dem materialistisch-mechanischen Weltbild löst. In allen anderen Disziplinen herrscht bereits eine modernere Vorstellung von gegenseitigem Geben und Nehmen. Die alten Prinzipien zentralistischer Kontrolle, gewaltsamer Bemächtigung des anderen, rücksichtsloser Zwecksetzung, welche die klassische Physik so erfolgreich beim Umgang mit dem Unbelebten durchgesetzt hat, prägen das herrschende Bild von dem Menschen. Die Konflikte um die Verteilung von Wohlstand gefährden den Zusammenhalt und die Entwicklungsfähigkeit der Menschheit in ihren Grundstrukturen. Die veralteten Vorstellungen von Kampf und Konkurrenz sollen einem modernen Verständnis von Kooperation und Symbiose weichen. Wenn das geschieht, kann Ökonomie gewandelt werden. Die Wirtschaft muss wieder im Dienst des Lebens stehen. Auch die Kirchen fordern ein Umdenken. Sie haben weltweit dazu aufgerufen, die wirtschaftliche Ungerechtigkeit und die Naturzerstörung zu erkennen. Beim weltweiten Treffen aller Kirchen in Porto Alegre erklären sie die freie Marktwirtschaft zu einem Mythos. Sie fordern einen bedingungslosen Schuldenerlass und ein Ende der Zwangsprivatisierungen in den Dritte-Welt-Ländern. Investitionen sollen nur noch in Unternehmen fließen, die soziale und ökologische Gerechtigkeit hochhalten und menschenwürdige Arbeitsplätze schaffen. Doch hinsichtlich der Machtverhältnisse stellt sich die Frage, ob erst die ganze Menschheit umdenken muss oder ob die wenigen 100 Reichen einsichtig werden. Ein Zeichen dafür setzt im Juni 2006 Warren Buffett. Überraschend gibt er bekannt, 37 seiner 52 Milliarden Dollar der Gates-Stiftung zu spenden. Bill Gates meint dazu: Wir und viele andere Reiche haben das Bedürfnis, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Die Gates-Stiftung ist die größte Wohltätigkeitsorganisation der Welt und hält nicht nur das amerikanische Sozialsystem am Leben. We're saving millions of lives. It's amazing. Die Milliarden sollen für Impfungen und Entwicklungshilfe eingesetzt werden. Ist es durch diese Spende jetzt möglich, die Leiden der Welt auszuräumen? Ein Kind, das überlebt, c'est un autre, das gehört zu einer anderen Weltsicht. Aber das Problem wird nicht gelöst. Der Gates, der Warren Buffett und so weiter, die lösen nicht das Problem. Und das World Food Programm, wenn wir beim Hunger bleiben, löst auch nicht in keiner Weise das Problem, schafft nur noch hier Probleme. Wir sind konfrontiert mit der strukturellen Gewalt. Es geht nicht darum, den Menschen der Dritten Welt mehr zu geben, es geht darum, ihnen weniger zu stehlen. Das Geld der armen Länder fließt in die Schuldentilgung und nicht in dringend benötigte Sozialleistungen. Insgesamt stehen einer weltweiten Verschuldung von 400 Billionen Dollar Einnahmen von 40 Billionen gegenüber. Die verschuldeten Staaten haben einen Kredit vom Finanzmarkt erhalten. Gläubiger sind Banken, Firmen oder Privatpersonen.
Die Schulden beeinflussen natürlich auch die politischen Beziehungen der Länder. Kein Wunder also, wenn Frau Merkel freundlich von den USA behandelt wird, denn deutsche Investoren warten auf ihr Geld. Außenstände werden mit harter Hand eingetrieben, auch wenn es Jahrzehnte dauern sollte. Auch gegen Deutschland und Frankreich liegen Strafverfahren vor, weil sie mehr Schulden aufgenommen haben als erlaubt. Die Bundesregierung steht mit rund 1.500 Milliarden im Minus. Ich glaube, dass den meisten Bürgern gar nicht klar ist, wie das in der Praxis funktioniert. Der Staat hat enorm hohe Anleihen aufgenommen und die werden jetzt Monat für Monat fällig. Jeden Monat Milliardenbeträge, die zurückgezahlt werden müssen an Anleihen, die ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre laufen und die jetzt zurückgezahlt werden müssen. Der Staat kann das Geld aber gar nicht zurückzahlen, weil er überhaupt keine Haushaltsüberschüsse hat. Im Gegenteil, Jahr für Jahr kommen neue Schulden dazu. Und deswegen nimmt der Staat jeden Monat neue riesige Darlehen auf, um die alten bedienen zu können. Es wird überhaupt nicht getilgt. Und das bedeutet, dass sich der Staat unheimlich abhängig gemacht hat von seinen Gläubigern im Inland und im Ausland. Er muss Monat für Monat die Gläubiger davon überzeugen, dass er das Geld auch in 5 oder 10 oder 15 Jahren wird zurückzahlen können. Und das bedeutet, dass die öffentlichen Haushalte ganz extrem eingebunden und angespannt sind und immer darauf schielen müssen, wie wohl der Kapitalmarkt auf ihre Politik jetzt reagiert. Und wenn Sie das übrigens dann auch noch Wettbewerbsstärkungsgesetz nennen, dann meine ich, ist das ein Wettbewerbsverständnis, das Sie vielleicht bei den Jusos oder beim KGB gelernt haben, aber mit sozialer Marktwirtschaft hat das nichts zu tun. Wie sollen Menschen einer Politik vertrauen, die sich in Abhängigkeit befindet? Es ist längst allen klar, dass die Stimme des Geldes mehr zählt als die persönlichen Meinungen in der Demokratie. Aber wer erlöst den Menschen von seiner Schuld? Es muss bezahlt werden, denn die Verschuldung wirkt sich negativ auf die Stabilität der Währung aus. Zwar ist Geld sicherer geworden, doch die Bilanz der Krisen ist lang. Insgesamt 87 Länder erlebten seit 1975 einen Verfall ihrer Währung. Die Ursachen dieser Einbrüche sind immer noch ungeklärt und die Angst vor einem weltweiten Crash kreist in den Köpfen der Zentralbanker. Eine Zentralbank ist auch nur eine Bank, auch wenn sie manchmal das Gefühl hat, sich eigenhändig aus dem Sumpf ziehen zu können, weil sie das Geld selbst druckt. Wenn ihre Ausleihen nicht zurückkommen, dann verfällt das Geld und die Bank verliert ihren Ruf. Ein heikles Spiel. Nur noch 5% des Geldumsatzes haben mit realen Waren zu tun. 95% sind reine Spekulation. Die Kontrollmöglichkeiten der Banken sind ungenau und langwierig. Dagegen stehen immer kurzfristigere Veränderungen der Märkte. Aus Zeitnot können die Zentralbanken ihre Kredite oft kaum prüfen. Weil die Währungen miteinander vernetzt sind, bereitet gerade die Abwertung der amerikanischen Unternehmen große Sorgen. I'm expecting that we're going to need a shock. And it is not just me who expect that this shock is likely. Paul Volcker, who is the previous chairman of Federal Reserve in the United States, has made a public statement saying there's a 75% chance for a dollar hard landing in the next few years. You have Robert Rubin, who is ex-secretary of the Treasury in America, who's currently chairman of Citibank, basically not the kind of person who has a dramatic interest in talking about alarmist things, is writing a paper in Brookings Institute, basically saying the day of reckoning is coming. Auch die gewaltigen Geldberge bieten bedrohliche Aussichten. Als 2006 die chinesische Zentralbank Dollarreserven abstoßen wollte, sind nicht nur den amerikanischen, sondern auch den europäischen Zentralbankern Schweißperlen auf die Stirn getreten. Doch Gott sei Dank stellte sich heraus,
dass die gewaltige Summe, die sich herumgesprochen hatte, wohl ein Tippfehler war. Der ehemalige Zentralbanker Bernaliter sieht in einem Währungscrash jedoch die Chance, das Geldsystem endlich zu erneuern. Das ist dringend nötig, denn die Währungen haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und bieten heute ganz neue Möglichkeiten. Now, to give an idea that we're really at the end of the conventional national monies as a monopoly, just think about frequent flyer miles. Frequent flyer miles are a commercial purpose complementary currency. There are 14 trillion of them in circulation today, more than dollar bills or euro bills together, you know. So it's not marginal. This is large scale. Die Anzahl der Währungen ist in den letzten 15 Jahren um das 20-fache gestiegen. Now the more interesting ones are actually another domain, which is much smaller scale at this point, which are social purpose complementary currencies. Things about unemployment, local unemployment, currencies that are designed for learning, currencies designed for elderly care, all kinds of highly specialized purpose currencies that have a social objective. There are about 5,000 of them around the world now. So this is, we're in the middle of a vast experimentation. Auch der ehemalige Kriminalbeamte Heinz Rellermeier druckt jetzt sein eigenes Geld. Okay. Können wir es loslegen? Ja, gleich. Der Dreiecker soll die Region um Lörrach schützen. Es ist eine von 56 Initiativen, die in Deutschland starten. Die Regios haben eine größere Bodenhaftung. Mit ihnen kann man nicht spekulieren. Zudem sind sie umlaufgesichert. Das heißt, sie setzen ein zeitliches Limit, bis wann man das Geld ausgeben sollte. Dadurch macht es keinen Sinn, das Geld zu horten. Die Einführung einer neuen Währung ist hart. Man wird noch mit Tauschkreisen verwechselt und der Verband fordert strenge Qualitätsvorschriften. Haben die schon die Fünfer fertig? Man muss Sicherheitsmerkmale beachten, Vertriebspartner gewinnen und natürlich müssen interessante Unternehmen mitmachen, damit man mit der Währung auch einkaufen kann. Margit Kennedy ist eine Vordenkerin der Regionalgruppen. Sie sieht in der explosionsartigen Ausbreitung der Regios eine ähnliche Entwicklung wie beim Start der erneuerbaren Energien. Wir haben ja auch nicht ein Haus für alle Zwecke oder ein Typ von Auto für alle Zwecke. Wieso können wir eigentlich annehmen, dass ein Typ von Geld für alle Zwecke da ist und allen Zwecken gleichermaßen dient? Vorbild für die Regios ist das Wörgeler Freigeld. Daraus ist auch der Schweizer Wirfranken entstanden. Hier in der Schweiz verzeichnet seit Jahren ein Großteil der mittelständischen Unternehmen enorme Umsätze mit dieser andersartigen Währung. Die Wirbank hält den Mittelstand zusammen. Wir sind beim jährlichen Weltkongress der Regionalwährungen in Weimar. Wissenschaftler und Gruppen aus allen Ländern untersuchen ihre Alternativen zum Thema Geld. Es herrscht internationale Aufbruchstimmung. Die hat einfach funktioniert, die ist umgelaufen. Das gab ganz revolutionär zum ersten Mal eine Steuer auf Geld, wo die Leute die freiwillig bezahlt haben, weil das ja sonst verfallen wäre. Das Geld soll wieder natürlich werden und Mensch und Umwelt dienen. Mit den Regios erhofft sich die Initiative Regio Geld eine Stärkung des Binnenmarktes. 70.000 sind gerade im Umlauf und 500 Unternehmen. Und ja, also sind ganz zufrieden so mit der Mitgliederentwicklung. 1.580 Mitglieder sind jetzt insgesamt 1.000 Verbraucher. Wir haben jetzt 15.000 etwa im Umlauf. Insgesamt haben wir so 70.000 im Umlauf gesetzt seit vorigem Jahr. Wir haben ungefähr 9.000 Berliner im Umlauf und haben schon 35.000 ausgegeben. Wir versuchen langsam aufzustehen. Bei uns sind 4.000 Hallertauer momentan im Umlauf. Wir sind auch da in Kooperation dabei, die E-Regio vorzubereiten.
Bei uns gibt es Neues, dass wir seit 1. September eine Kooperation mit der Rheinstädter Landmark haben. Im ersten Jahr haben wir über 70.000 Euro in Vollmetalle umgetauscht. Das Erste ist, dass wir, so glaube ich, weltweit die Ersten sind, die versuchen, Zeit und Geld miteinander in einem Schein zu verbinden. Also der Sterntaler, den kann man mit Euro kaufen zu 100%. Man kann ihn aber auch mit einem Teil Zeit kaufen. Das Geld bekommt wieder Charakter. Neuester Trend sind die leistungsgedeckten Regios, die man für private oder professionelle Arbeitsstunden erhält. Sie sollen selbst Armen wieder zu Geld verhelfen, indem sie ihre Leistung wertschätzen. Eine Chance, auch ehrenamtlichen Einsatz stärker zu fördern. Künftig wollen sich die Gelderfinder mit einer Banking-Software vernetzen. Dadurch sollen Kredite erleichtert und auch Güter von einer Region in die andere importiert werden. Es ist ein kleiner Kampf gegen die Lebensmaxime des Gewinns. Man kann die Gesellschaft auch ändern und wartet bitte nicht, dass die Politik diese Wege findet, sondern wir von unten müssen versuchen, mit neuen Systemen, mit neuen Ideen Änderungen herbeizuführen. 40 Unternehmen hat der Dreiecker vereinen können. Langsam denkt man auch in Regierungskreisen darüber nach, den Regios eine Chance zu geben. Doch die Bewegung ist global. So gibt es Green Dollars oder Time Dollars, die man bei einer Zeitbank erhält. Das Geld ist in den USA bereits im Alltag etabliert. In Brasilien hat man damit Slums beseitigen können. If you can see that the relationships, for example, between the intergenerational help is different for people who are paid in yen, which we have the case in Japan, and with the Furiakipu system, which is an elderly care currency, that relationships between the people are different. And actually their money, Furiakipu, says that explicitly. It says caring relationship ticket in Japanese. And it's working. So if the relationships are different, just think about what we can do by rethinking our money. Bernard Littéa berät inzwischen Regierungen in vielen Ländern bei der Einführung solcher Währungen. Euros, Dollars oder Yen sind für ihn nur eine Übergangslösung. Er ist überzeugt, dass der Schritt zu einer globalen Währung unsere Zukunft entscheidet. One that does not exist is a global currency. That's nobody's national money. We have actually had the dollar as a global currency, but it's really definitely one country's national money. Just like the British pound played that role in the gold standard days in the 19th century. But there was one national money that became a global currency. I believe we're going to be needing a global currency that's nobody's national money. Das Geld zu verändern heißt Mut haben. Es ist ähnlich wie bei der Französischen Revolution. Es heißt, einen König zu stürzen, der doch von Gottes Gnaden eingesetzt wurde. Wie groß wird das Elend sein, wenn man es versucht? Wie stark die Feinde? Dass eine Veränderung nicht schlimm ist, belegen die Zahlen von Experten. Selbst wenn die Hälfte der Deutschen morgen arbeitslos wäre und der Mittelstand auf ein Viertel zusammenschrumpft, wächst das Sozialprodukt durch allein 5% mehr sogenannte Hochproduktive. Das bedeutet, Deutschland wird weiter wachsen, auch wenn die Hälfte der Deutschen nicht mehr zur Arbeit geht. Das heißt aber auch, die Volkswirtschaft kann auf die Hälfte der Deutschen verzichten.
Die Lösung für eine gesunde Gesellschaft ist aber, auch die scheinbar überflüssigen Menschen an der Wertschöpfung zu beteiligen. Das geht nur, wenn sie auch Produktionsmittel zur Verfügung haben, sprich Geld und bezahlbare Technologien. Wenn man die Ökonomie als Ganzes betrachtet, erscheint im Grunde alles sehr einfach. Wir stellen genügend Nahrung her, um die ganze Welt zu versorgen. Wir haben die Technologien, die eine umweltverträgliche Energieversorgung ermöglichen. Jeder Mensch auf diesem Planeten könnte ein gesundes und glückliches Leben führen. Nur das müssen wir gemeinsam erreichen. Es gibt doch Hoffnung. Und zwar ganz begründete Hoffnung. Es gibt Porto Alegre, es gibt die neue planetarische Zivilgesellschaft. Es gibt Widerstandsfronten, die aufbrechen überall, die zwar noch keine kohärente Gegenwelt darstellen, das ist ja auch gar nicht möglich, sondern weil die Zeit dazu gefehlt hat, sondern die eine Bruderschaft der Nacht sind. Menschen, die sagen, so will ich nicht mehr leben. Auf einem Planeten, wo mein mittlerer Wohlstand bezahlt wird mit dem Tod, mit dem Hunger, mit der Zerstörung von Hunderttausenden von Menschen jeden Tag, das will ich nicht. Die sich mobilisieren. Und in einer Demokratie gibt es keine Ausrede, sich nicht zu mobilisieren. Die Ungleichheit auf der Welt können wir nur dann lösen, wenn wir den Geist des Geldes verstehen. Solange Geld für uns Menschen wertvoller ist als Freiheit und Menschenwürde, werden wir statt Nächstenliebe Konkurrenz und Neid erleben. Geld entsteht aus Eigentum. Wenn wir den Begriff von Eigentum untersuchen, stellen wir vielleicht fest, dass wir Erde, Luft, Wasser, die Natur mit ihren Bodenschätzen, sprich den Planeten, auf dem wir stehen, schwer als Privatbesitz bezeichnen können. Es ist wohl eher eine Leihgabe an die gesamte Menschheit. Wenn wir aus diesem Blickwinkel die Rechtsverhältnisse überdenken, sind wir einen großen Schritt weiter. Marketing-Experten haben festgestellt, dass sich das Wissen der Menschheit alle 4 bis 7 Jahre verdoppelt. Vielleicht schafft die Erkenntnis über den Geist des Geldes, dass wir die Macht des irdischen Gottes durchschauen und seinen Thron stürzen. Of my money that haunts me on the nights and my days.